Der lange Samstag begann schon früh am Morgen an der Säbener Straße mit einem großen Fotoshooting der zurückgekehrten Nationalspieler. Natürlich war Bastian Schweinsteiger auch hier das Thema, dessen Wechsel zu Manchester United der Vorstandsvorsitzende am Mittag in der Arena offiziell verkündete. Er hat mir mitgeteilt, dass er sich in seinem Urlaub Gedanken gemacht hat und möchte einfach zum Ende seiner Karriere noch etwas Neues machen. Er hat mich gebeten, seinem Wunsch zu entsprechen und eben eine Lösung mit dem Club, zu dem er transferieren möchte, sich zu einigen, also Manchester United. Wir haben versucht, ihm da durchaus zu überzeugen, auch bei Bayern München zu bleiben. Aber ich denke, ich habe auch ein Stückchen Verständnis dafür, wenn ein Spieler, der 17 Jahre bei Bayern München ist, zum Schluss seiner Karriere noch mal etwas anderes machen möchte, eine neue Erfahrung sammeln möchte. Ich muss offen und ehrlich sagen, ich habe dann auch ein gerütteltes Maß an Verständnis dafür, wenn ein so verdienter Spieler, der so viel für den FC Bayern geleistet hat, der bei Bayern München groß geworden ist, dann eben diesen Wunsch auch äußert. Wir haben diesem Wunsch dann entsprochen. Vor allem Gesundheit wünsche ich ihm und natürlich, dass er glücklich ist mit seiner Entscheidung, dass er eine neue Herausforderung hat und natürlich auch Erfolge einfährt. Ich denke, gerade als Mensch wird er hier sehr vermisst werden. Ich freue mich, wenn ich ihn bald wiedersehe. Ich bin sehr, sehr traurig. Ich glaube, ganz Bayern ist traurig, weil Schwanni ist schon lange bei uns und er hat auch gewonnen alles mit uns. Und das ist ein richtig guter Freund von mir und das ist schade, aber ja, das ist Fußball, das ist Leben noch. Und ich kann nur sagen zu Schwanni viel Glück und ja, viel Glück mit deinem neuen Club und mach Spaß wie immer. Und ja, das ist schade. Ein Nachtrag noch zu Franck Ribéry. Er durfte seinen Gips jetzt ablegen und beginnt ab sofort mit den regenerativen Trainingsmaßnahmen. Tja, und dann war es soweit in der wieder mal rappelvollen Allianz Arena bei herrlichem Wetter. Die offizielle Teampräsentation für die neue Saison begann. Natürlich mit den Neuzugängen, mit Sven Ulreich, mit Joshua Kimmich und mit Douglas Costa und allen anderen, auch den Nationalspielern, die sich also zum ersten Mal jetzt wieder den Fans zeigen. Eine prächtige, herrliche Stimmung, tolle musikalische Untermalung von Lang Lang, dem Weltklasse-Pianisten und großen Bayern-München-Fan. Und danach dann ein Showtraining mit allen Beteiligten, angeleitet natürlich von Pep Guardiola. Also diese Saison, die kann beginnen.